Thank you.
Mensch, was für ein Spiel. Die Saisoneröffnung bei euch zu Hause, 0-1 hinten gelegen zur Pause. Dann noch 15 Minuten gewartet, dann hat der Trainer den Joker gezogen, Karol Topper. Ja. Nach 2 Jahren bist du wieder da, fast 2 Jahre. Und dann, was hast du, erzähl mal dein erstes Tor, was hast du denn gedacht? Ich habe eigentlich gar nichts gedacht. Ich habe einfach gesagt, ach, schieße ich den mal mit Krieger, weil ich keine Zeit mehr hatte. Und dann ist das passiert. Und danach denkt man gar nichts. Also, da freut man sich eigentlich nur. Wie war das Gefühl, mal wieder auf dem Platz zu stehen und vor allem dann halt schon irgendwo auch so ein der Entscheidende, du hast ja das 2-1 auch vorbereitet. Ja, da fühlt man sich halt großartig halt, natürlich. Ne? Und wie gesagt, das ist natürlich das geilste Moment, der geilste Moment, wo man ein Tor schießt und dann vorbereitet und das Spiel halt nochmal dann dreht. Und dann das waren jetzt 30 Minuten deine ersten seit 2 Jahren. Wie hat sich das in den Knochen angefühlt? Wie fit bist du jetzt noch? Ich würde mal sagen, bei 70% höchstens. Und wäre es noch eine Minute länger gegangen, wäre ich umgefallen, glaube ich. Ja. Ja, jetzt unter der Woche geht es ja schon wieder weiter im Pokal gegen Lurup. Bist du da wieder frisch? Wie schätzt du da das Spiel ein? Ja, das wird ein schweres Spiel, wie ich gehört habe. Wird das auch auf Brand sein, das Spiel. Und natürlich schwer. Und man muss ja halt gewinnen. Wenn man halt aus dem Pokal gewinnen will, muss man gegen jede Mannschaft halt bestehen. Ja, und nochmal vielleicht ein Wort zu der Kulisse heute. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie viele es waren, aber es war ja recht voll. Ist eine schöne Sache gewesen. Oder? Ja, ohne die Fans geht gar nichts und vor allem die Buchholz-Fans sind immer halt was Besonderes und da bedankt man sich halt. Der 12. Mal sind die und ohne den geht es auch gar nichts. So, und was liegt heute Abend jetzt noch an? Gibt es da eigentlich eine Planung? Jetzt nehme ich erstmal ein Bier. Das habe ich mir, glaube ich, verdient. Nach 2 Jahren und ja. Und dann schauen wir mal weiter. Alles klar. Schönen Dank, Karol. Danke. Noch schön. Ciao.